Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Yasin. Und ja, Freunde, heute geht's weiter mit der FC24-Karriere mit unserem geliebten SC Paderborn, beziehungsweise mit meinem geliebten SC Paderborn. Ja, heute steht das Duell der Freunde an, Paderborn gegen Bremen. Ja, die Ausgangslage ist klar. Wir sind gerettet, wir haben den Klassenerhalt, definitiv. Wir spielen eventuell noch um die internationalen Plätze mit. Und ich würde sagen, wir zögern auch nicht lange und gehen rein. Ja, wir gehen rein in die Partie und mal gucken, was uns erwartet. Ja, mal gucken, was uns erwartet. Hoffentlich, ja, können wir mal wieder einen Sieg einfahren, weil ich glaube, wir haben jetzt schon sehr lange keinen Sieg mehr geholt. Und wir gehen rein. Wir gehen rein in die Partie, aber diesmal ohne Änderung. Bahoya sitzt auf der Bank. Ja, damit wir noch einen Einwechselspieler haben und Paris Brunner sitzt auch auf der Bank. Mal gucken, was uns hier gegen Bremen erwartet. Also, tabellarisch sieht es eigentlich für beide ganz gut aus. Bremen braucht noch einen Punkt für den Klassenerhalt. Wir können mit einem Dreier eventuell auf Platz 6 springen, wenn die Konkurrenz verliert. Aber darauf wollen wir nicht hinaus. Jetzt erstmal die erste Chance für Dörrenweil. Gehalten. Bilbia. Nächster Schuss von Costons. Wieder gehalten. Wer ist denn da eigentlich bei den lieben Bremern im Tor? Angelides. Okay, kenne ich nicht. Aber auf jeden Fall hat Angelides bis jetzt schon zwei Paraden. Obermeier mit der Flanke. Kommt nicht an. Dörrenweil mit dem Schuss. Und Dörrenweil nochmal mit dem Abprallerschuss. Und das ist das 1:0. Das darf Angelides eigentlich nicht passieren. Schweren Folger Patzer des Keepers. Und so schiebt da. So schiebt Dörrenweil ganz entspannt im Nachschuss zum 1:0 ein. 1:0 für unseren SCP. Wie reagieren die Bremer darauf? Ja, erstmal fast der Ballverlust. Baido, Jung. Demann. Stage. Verliert den Ball. Hofmeier. Götze. Dorgu. Ansa. Der hat natürlich auch richtig gut Tempo drauf. Ansa. Auf Costons. Costons mit dem Schuss, aber geht ans Außennetz. Ja, viel zu spitzer Winkel. Aber wir machen hier bisher gut Feuer. Aber führen hier nur 1:0. Und unten in der Tabelle, die Heidenheimer sind momentan auf einem Relegationsplatz. Sieht sehr gut aus für die Heidenheimer. Und jetzt aber der Fehlpass. Und der Schuss, und das ist das 1:1. Nemja erzielte das 1:1 und mal wieder hat irgendein Spieler von uns das Abseits aufgehoben und dadurch passiert auch dieses 1:1. Hofmeier war es. Hofmeier hebt das Abseits auf und deswegen macht Bremen hier das 1:1. Mit der ersten Chance direkt. Engels. Obermeier. Bilbia. Engels. Hermann. Ja, Ballverlust. Laien. Baido. Weiser. Mitchell Weiser. Stark. Weiser. Guter Ball. Der jetzt auch in die Mitte kommt. Jetzt auf links. Der Schuss kommt, aber Böwing hält. Und Dorgu kriegt noch den Ball, bevor er ins Ausgeht. Verliert ihn aber. Flanke kommt rein. Landet auch beim Bremer mit im Nachhinein. Erstmal keine Gefahr mehr. Hermann. Verliert den Ball. Weiser. Tankt sich da durch.
Spielt auf Emicha, der das 1-0 erzielt hat. Aber erstmal keine Gefahr. Dörrenwey. Dörrenwey. Auf Dorgu. Der wieder auf Dörrenwey. Hermann. Bilbia. Bilbia! Riesenchance zum 2-1, aber Angelidis ist wieder da. Der macht heute ein gutes Spiel. Und Obermeier jetzt mit der Ecke. Na, schade. Und Götze zieht einfach mal ab. Und da ist das 2-1. Also ich glaube, wir haben es echt mit Distanzschüssen, mit Volleys. Also in letzter Zeit erzielen wir echt viele Volley-Tore. Götze zieht aus ungefähr 13 Meter einfach mal ab und der geht unten links ins Eck. Angelidis hat da keine Chance, den Ball zu halten. Da kann man ihm diesmal nichts vorwerfen. Stage. Demann. Stage. Kovnatski. Stage. Mit der Flanke kommt in der Mitte. Aber geblockt. Stark. Sonst wäre es hier eine richtig gute Chance geworden. Dörrenwey. Dörrenwey über links. Hermann. Costons, Dörrenwey. Ansa. Ansa mit der Flanke. Und da ist das 3-1 durch Bilbia. Schöne Vorarbeit hier von Ansa. Und da haben wir auch die Geduld bewiesen. Und Ansa, sehen wir hier, geht in 16er. Macht den Chipper, flankt in die Mitte. Und Bilbia steigt da am höchsten und köpft zum 3-1 ein. Schönes Tor. Wie reagieren die Bremer auf diesen Doppelschlag? Erstmal mit einem Ballverlust, aber wir verlieren den Ball auch direkt. Jetzt über Weiser. Bremen kommt nochmal. Und Böwing hält. Die 45. Spielminute läuft. Können wir hier mit dieser 2-Tore-Führung in die Halbzeit gehen? Und ja, wir werden mit der 2-Tore-Führung in die Halbzeit gehen. Wir führen 3-1 gegen Bremen zur Pause. Und es sieht bis hierhin richtig gut aus. Wir machen eine richtig ordentliche Partie. Sieht man auch an den Statistiken. Ja, 3,0 erwartete Tore und 1,2. Also hat jeder seine erwarteten Tore gemacht. Ballbesitz haben wir mehr. Bremen muss in der zweiten Halbzeit was tun. Und Bremen verliert erstmal den Ball. Ansa verliert aber auch den Ball. Metja. Sarkisian. Stark. Stark wieder. Ja, gut gemacht eigentlich von Dorgu, aber da, er holt sich den Ball wieder. Bilbia. Auf Engels. Verliert aber den Ball leider. Beido. Stark. Dorgu fängt den Ball ab. Keine Probleme. Dörrenwey. Und das gibt Einwurf. Für wen? Für uns. Und Sarkisian geht raus bei Bremen. Und Damsgaard kommt. Dörrenwey. Costons. Und Costons macht das 4-1. Das dürfte die mögliche Vorentscheidung gewesen sein. Bremen geht hier in Paderborn baden. Und während Bremen hier baden geht, kann ich euch schon mal erzählen, da stand gerade auch links oben, unser nächstes Spiel ist gegen Heidenheim.
Was hat Bremen noch entgegenzusetzen jetzt? Weiser. Lion. Damsgaard. Metscher. Aber Ball abgefangen. Wir können ganz ruhig aufbauen. Böwing. Hofmeier. Auf den Kapitän zu, also Obermeier. Kostons. Ich glaube, wir bereiten jetzt gleich auch schon mal die ersten Wechsel vor. Auf unserer Seite. Aber es ist bis hierhin ein eigentlich richtig gutes Spiel gewesen von uns. Und wir wechseln. Wir machen ein richtig ordentliches Spiel hier. Und deswegen haben sich die Spieler auch die Pause verdient. Bahoya kommt für Ansa. Wir tauschen ihn aber mit Dörrenweil. Bauer kommt für Engels und Michel für Bilbia. Also insgesamt heute eine tolle Mannschaftsleistung hier. Und da sollte eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Dorgu. Auf Bahoya. Der auf Brunner. Brunner zieht ab, aber Angelides kann sich nochmal auszeichnen. Rohrmeier mit der Ecke. Erstmal rausgeköpft. Michel. Hermann. Wieder Michel. Na, Einwurf für uns. Hermann. Dorgu. Ja. Wir dürfen jetzt aber nicht zu schlampig in den Pässen werden. Weil es ist noch genug Zeit für Bremen. Und Hermann holt sich den Ball. Und Brunner wollte den Ball in der Mitte spielen. Der Ball kommt aber leider nicht an. Weiser jetzt am Ball. Stark. Lion. Ja, will den Pass auf Weiser spielen. Der kommt aber nicht an. Jetzt der Pass auf Michel. Gerät etwas zu lang. Und Angelides hat den Ball im Tor der Bremer. Und das sollte es aber auch eigentlich gewesen sein. Es sind ja jetzt noch knapp 15 Minuten zu spielen. Und Bremen hat ja eigentlich so gut wie gar nichts entgegenzusetzen. Deswegen, Michel. Michel, der ist zwar nicht schnell, aber auch nicht sehr langsam. Michel, und der macht hier noch tatsächlich das 5-1. Wunderschönes Tor von Michel. Und der hat tatsächlich Gelb bekommen. Ich denke mal dafür, dass er in den Torwart reingegrätscht hat. Oder hat er Gelb? Ja, er hat Gelb. Wunderschönes Tor von Michel hier nochmal. Und das ist wohl die endgültige Entscheidung jetzt gewesen. Das ist die endgültige Entscheidung. Dorgu, Bahoya. Bahoya hat jetzt nochmal Platz. Bahoya. Auf Paris Brunner und der macht sogar noch das 6-1. Also Bremen wird hier heute komplett zerpflückt. So leid es mir auch für Bremen tut, aber das ist heute echt gar nichts, was Bremen hier uns entgegenzusetzen hat. Bahoya, Kurda. Kurda, Kurda. Angelides verhindert hier das Deutschland-Brasilien-Ergebnis. Muss ich einfach mal jetzt raushauen. Obermeier mit der Ecke. Und der kommt leider nicht an. Aber das Spiel ist durch, Leute. 90. Minute läuft. Wie viele Minuten gibt es oben drauf?
Es gibt eine Minute. Eine Minute und die Minute ist jetzt um und wir gewinnen unser Heimspiel gegen Werder Bremen mit 6:1. Ich würde sagen, gut, in der Höhe vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ein verdienter Sieg. Bremen hat heute echt kaum was entgegenzusetzen. Ja, 4:14 Schüsse. Und ja, okay, doch, das Ergebnis geht schon in Ordnung. Das Ergebnis geht in Ordnung, tut mir halt nur leid für unsere Freunde aus Bremen. Und Bayern spielt 2:2 gegen Freiburg und Dortmund gewinnt 5:0 gegen Köln, gegen ihre Freunde. Kann Paderborn solche Ergebnisse öfter abliefern? Wir werden es versuchen, schwer zu sagen. Nach diesem Spiel ist vielleicht alles drin. Sagen wir mal, ist vielleicht alles drin nach dem Spiel, weil darauf festlegen will ich mich jetzt nicht. Hätte das Spiel auch anders laufen können. Sie hätten ein knappes Ergebnis verdient, wir hätten höher gewinnen müssen. Ich konzentriere mich aufs nächste Spiel. Ja, aufs nächste Spiel konzentrieren. Eigentlich war der Sieg ja so gut wie in Ordnung. Wie schwer war es, den Sturm von Bremen am Tore schießen zu verhindern? Leicht war es nicht. Wir haben unser Spiel gemacht. Wir können von ihm lernen. Leicht war es nicht, sagen wir. Vielen Dank für diese Aussage. Auch wenn Bremen echt nicht viel nach vorne abgeliefert hat. Und so, Freunde. Somit spielen wir jetzt in unserem nächsten Spiel gegen Heidenheim. Und eigentlich, Freunde, eigentlich ist das ein Pflichtsieg, ja? Wir spielen gegen den Tabellen 16. aus Heidenheim. Und da muss eigentlich ein Sieg her, ja? Ein Sieg muss gegen Heidenheim eigentlich her. Denn, wie gesagt, Heidenheim ist 16. Und wenn wir Heidenheim schlagen, kann Augsburg, wenn sie gegen Bayern gewinnen sollten, sogar auf Platz 16 springen. Ich glaube, ja, Hannover ist abgestiegen, die steigen in die zweite Liga wieder ab, da wird es nichts mehr ausmachen. Ja, ja, Bremen ist gerettet, brauchen doch keine 40 Punkte. Also wer alles noch theoretischerweise absteigen könnte, wären Mainz und Köln, die müssen noch zittern. Aber wenn wir gegen Heidenheim gewinnen, dann können, glaube ich, Mainz und Köln beide nicht mehr absteigen. Ja, weil Mainz hat eine bessere Tordifferenz als Heidenheim. Außer Mainz verliert jetzt zweimal 5:0 oder so. Aber Leute, der deutsche Meister steht fest. Vizemeister wird noch spannend, ja. Weil Bayern und Dortmund, die liefern sich ein Fotofinish, was die Vizemeisterschaft angeht. Und ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt rein in das vorletzte Spiel der Saison gegen Heidenheim. Und wie gesagt, eigentlich ein Pflichtsieg. Unsere Tordifferenz sieht leider nicht so geil aus. 69:60, also plus 9, ist zwar in Ordnung, aber es geht auch besser. Wir haben 60 Tore bisher schon in der Saison kassiert, das ist echt nicht gut. Und wir gehen rein in das vorletzte Spiel dieser Saison gegen den 1. FC Heidenheim. Und ja, ich würde sagen, wir behalten die Startelf bei, weil die Startelf hat mir eigentlich richtig gut gefallen gegen Bremen. Und rein geht's. Vorletztes Spiel der Saison, letztes Auswärtsspiel ist das, glaube ich. Weil unser letztes Spiel haben wir, glaube ich, zu Hause. Also letztes Auswärtsspiel. Heidenheim in den roten Trikots von links nach rechts, wir in den weißen von rechts nach links, zuerst in der ersten Halbzeit. Und es ist wieder klar, wir müssen wieder 100% geben, um hier den Sieg einzufahren. Es wird kein einfaches Brett. Es wird ein sehr, sehr schwieriges Brett zu bohren sein. Und Beste kommt hier auch direkt mal und Böwing klärt zur Ecke. Beste jetzt mit dem Eckstoß auf Aykram. Der spielt in die Mitte mit dem Schuss, aber erstmal geblockt. Und Heidenheim bleibt vorne dran. Heidenheim bleibt vorne dran. Setzen sich hier erstmal ein bisschen fest. Und kommen aber nicht zum Schuss. Aber Heidenheim macht Druck. Aber daraus wird erstmal nichts. Aber Heidenheim hat auch jetzt den Ball schon wieder. Aykram. Verlieren jetzt aber auch den Ball. Jetzt vielleicht die Chance für uns. Dörrenweil im Laufduell. Dörrenweil, boah. Erste richtig gute Chance für uns. Aber gehalten, Beste. Schöpner. Eikrem. Pick. Pieringer. Auch Ex-Paderborner. Der war ja vor 2 Jahren an uns ausgeliehen von Schalke.
Beste. Beste holt den Einwurf für Heinheim raus. Und das müsste Freistoß für uns geben und es gibt Freistoß für uns. Hofmeier. Obermeier. Götze. Dorgu. Dorgu auf Ansa. Der kommt über links. Ansa. Ansa, Ansa. Nächste gute Chance, aber wer ist da eigentlich im Tor wieder bei den Gästen, also bei den Gastgebern? Feller, okay. Feller heißt er. Feller hier auch schon mit der zwei guten Taten im Spiel. Und die Ecke kommt von Obermeier. Erstmal raus. Und da schießt Hofmeier und das ist das 1:0 für unsere letzte B. Momentan könnte sich der FC Augsburg mit einem Sieg gegen die Bayern auf den Relegationsplatz erstmal vorschieben. Und in letzter Zeit treffen echt oft bei uns die Abwehrspieler. Was ein wildes Ding. Das ist ja kaum zu glauben. Götze erst im letzten Spiel gegen Bremen und jetzt auch noch Hofmeier. Engels. Na, spielt keinen sauberen Pass. Ballverlust. Schöpner. Mainka. Eikrem. Eikrem kann da gestört aufs Tor zu laufen, was mir gar nicht gefällt. Also ungestört. Und der Schuss kommt von Janis, aber gehalten von Böwing, ohne Probleme. Dorgu. Hermann. Ansa. Ah, kein sauberer Pass. Abgefangener Ball von den Heinheimern. Janis. Pieringer. Busch. Busch mit dem Pass jetzt in die Mitte. Dorgu blockt zum ersten. Und der Nachschuss geht ans Außennetz. Also bisher macht das Heinheim, muss man sagen, echt gut. Ja, also ich finde, der Platz, auf dem sie sind, ist unberechtigt. Also was die Spielweise von Heinheim angeht, momentan gerade hier in der Partie, das sieht mir nicht nach einem 16. Platz aus. Dörrenwey. Und da ist die Chance um 2:0, aber Feller ist wieder da. Schon wieder Riesenchance, aber wieder ist Feller zur Stelle. Und Obermeier mit der Ecke. Und jetzt die Kontergelegenheit für die Heinheimer. Pieringer. Pieringer. Eikrem. Pieringer. Busch. Pieringer. Dorgu fängt den Ball ab. Ansa. Costons. Engels. Bilbia. Schön geschickt, Bilbia. Bilbia hatte die Chance auf 2:0. Bilbia an die Latte. Riesenchance auf 2:0. Aber Bilbia trifft nur die Latte. Das war die dicke Chance. Hier das 2:0 zu markieren. Aber Bilbia trifft leider nur die Latte. Ja, die Heinheimer kommen jetzt. Über Beste. Und das war abseits. Und wir sind hier gleich auch in der Halbzeit angekommen. Und man muss echt sagen, die Heinheimer haben mehr Ballbesitz als wir. Götze. Hermann. Dorgu. Ah, unsauberer Pass. Und somit ist Halbzeit. Wir gehen mit einer schmeichelhaften 1:0-Führung in die Halbzeit. Denn die Heinheimer, die spielen das ja eigentlich relativ gut, muss man echt so sagen. Zwar ist bei Eikrem noch nicht viel los, aber das kann sich noch ändern. Und
Ja. Eigentlich eine ausgeglichene Partie, okay, was die erwartete Tore angeht, nicht, aber was die Schüsse angeht, schon. Und Heidenheim hat sogar mehr Ballbesitz. Mal schauen, was in der zweiten Halbzeit noch passiert. Hermann. Bilbia. Engels. Und das ist ein klares Foul. Und das wird hier wahrscheinlich auch mit einer gelben Karte bestraft werden. Und das gibt auch Gelb. Definitiv. Für Beste. Götze. Obermeier. Hofmeier. Dorgu. Hermann. Auf Engels. Schön gesehen. Engels. Engels. Auf Bilbia. Bilbia wieder. Nur ans Aluminium. Hier wieder eine relativ richtig gute Chance und Heidenheim wechselt. Duraron kommt rein und Pick geht raus. Dorgu fängt schön den Ball ab. Ansa. Dörrenweil. 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 Feller hält wieder. Also Feller hält hier momentan echt noch, was zu halten geht bei den Heidenheimern. Und hält somit auch nur diesen knappen Rückstand. Beste jetzt, über links. Schön den Ball geholt von Obermeier. Auch wenn viel Glück dabei war. Engels. Verliert hier den Ball. Beste. Flanke kommt. Boah, das war knapp. Bilbia. Bilbia. Costons. Obermeier. Schön gesehen. Costons. Dörrenweil. 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 Und wieder ist Feller zur Stelle. Also dieser Typ, Alter, was der alles rausfischt. Also ohne ihn würde Heidenheim bestimmt schon 3-4-0 hinten liegen. Nächste Ecke. Diesmal wird nichts draus. Obermeier. Mit der erneuten Flanke. Engels. Da ist Hofmeier. Hermann. Bilbia verliert den Ball. Und jetzt die Kontergelegenheit für die Heidenheimer. Pieringer. Alleine. Janis. Pieringer. Eikrem. Und da ist Busch. Busch. Aber Dorgu klärt erstmal zur Ecke. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt auch. Denn es ist keine schlechte Partie von unseren Jungs bis hierhin gewesen. Costons geht raus, weil er heute nicht so auffällig war. Und Ansa auch. Und Dörrenweil und Bahoya tauschen wieder die Position, weil Bahoya frisch ist. Und erstmal geklärt, Bahoya. Bahoya. Auf Bilbia. Der hat Platz. Auf der anderen Seite ist Dörrenweil. 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 Und Dörrenweil macht das 2-0. Das absolut verdiente 2-0 für unseren SCP. Dörrenweil baut den Vorsprung aus. Und was ein schönes Tor. Und was eine Übersicht. Was eine Übersicht von Bilbia, der den Ball rüberspielt. Dörrenweil nimmt ihn einmal an und schießt dann Volley rein. Schönes Tor und absolut verdient vor allen Dingen. 2-0 nach knapp 70 gespielten Minuten. Aber die Heidenheimer verkaufen sich hier teuer, das muss man auch dazu sagen. Heidenheim jetzt nicht hier so chancenlos gewesen. Zwar ist das mittlerweile die verdiente 2-0-Führung, ja, aber Heidenheim macht hier ein gutes Spiel. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit haben sie ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Busch jetzt. Und die Heidenheimer kriegen hier nochmal eine Chance, aber Böwing ist da. Und wir wechseln unsere nächsten Spieler ein. Engels raus, Bauer kommt rein und Bilbia hat auch Feierabend und Michel kommt rein. Böwing hält hier das 2-0. Ecke kommt und fast das 2-1. Ich glaube, das war Kleindienst. Köpft aufs Tor.
Kommt hier noch irgendwas von den Heidenheimern? Michel. Michel. Brunner. Bahoya. Bahoya. Und oh, Bahoya macht das 3 zu 0. Jetzt ist die Partie endgültig durch. Bahoya mit dem 3 zu 0 in der 78. Minute. Und das Ding ist durch. Und Heidenheim muss somit weiter zittern lassen, nicht direkt absteigen. Egal, ob Augsburg ihr Spiel gewonnen oder verloren hat gegen die Bayern. Denn am letzten Spieltag wird sich alles entscheiden um den 17. und 16. Platz zwischen Heidenheim und Augsburg. Koulibaly kommt jetzt nochmal und Alkram geht raus. Und Heidenheim macht tatsächlich noch das 3-1. Aber was ein Eierding da hinten drinne. Da kommt nochmal großer Jubel auf bei den Heidenheimern, aber naja, das soll es eigentlich gewesen sein. Aber was ein Eierding da hinten. Michel. Sven Michel kommt jetzt über die linke Seite. Brunner. Ah, verliert hier den Ball. Siebersleben. Koulibaly. Siersleben. Also ich vermute, dass das Ding durch ist. Zu 99%. Und jetzt kommen wir nochmal über Michel. Michel und Michel haut das Ding zum 4-1 rein und damit sind alle Hoffnungen von Heidenheim besiegelt. Waren sie schon beim 3-0, aber Michel hier jetzt nochmal mit was für einem Schuss, und das ist nun schlussendlich endgültig die Entscheidung. Wir können es uns nochmal in der Wiederholung anschauen. Michel tanzt erst Koulibaly, ist das glaube ich aus. Und dann haut er das Ding oben rechts in den Winkel. Schönes Tor. Und die 90. Minute ist angebrochen. Die Nachspielzeit läuft. Und es gibt 2 Minuten und davon ist schon 1 Minute um. Und der Schiedsrichter kann eigentlich abpfeifen. Und er pfeift ab. Wir gewinnen unser Auswärtsspiel bei Heidenheim mit 4 zu 1. Und sind damit einen Schritt Richtung internationale Plätze näher. Auch wenn das gar nicht unser Ziel ist. Aber somit, ja, sind wir einen Schritt näher. Und Bayern gewinnt 3-1 gegen Augsburg. Heißt, es entscheidet sich alles im letzten Spiel. Es entscheidet sich alles im letzten Spiel. Und bei uns entscheidet sich es auch im letzten Spiel. Denn wir spielen gegen Leverkusen. Wir spielen gegen Leverkusen und Augsburg spielt gegen Frankfurt und Heidenheim muss gegen Stuttgart. Also zweimal keine einfachen Gegner für die beiden da unten. Und Mainz und Köln sind gerettet. Mainz und Köln können nicht mehr absteigen. Conference League Finale ist Schachtja Donetsk gegen Fenerbahce. Europa League Finale Eindhoven gegen Man United. Und wie sieht es in der Champions League aus? Barcelona-Arsenal. Dortmund hat es bis ins Halbfinale geschafft. Schade. Halbfinale haben sie 2-2 einmal gespielt. Und einmal haben sie 3-2 verloren. Schade, Dortmund. Schade. Und für uns, Leute, geht es jetzt auch noch um was. Und zwar geht es für uns darum, gehen wir tatsächlich noch aus den internationalen Plätzen raus, was nicht schlimm sein würde, oder schaffen wir tatsächlich die Sensation als Aufsteiger direkt mal in der Champions League zu spielen. Das und mehr gibt's jetzt im letzten Spiel, und ich würde sagen, wir gehen noch mal in eine Pressekonferenz rein. Wenn es Fragen gibt, dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. Wir sind bereit.
Schaffen sie im nächsten Spiel den Sprung in die UEFA Champions League? Wir schaffen es auf jeden Fall. Die Spieler haben es in der Hand. Wir hätten den Einzug längst schaffen müssen. Ja, eigentlich sind das keine Fragen, die ich haben wollen würde. Aber wenn es so ist, wie sehen Sie die Moral Ihrer Mannschaft? In unserem Team gibt es nur Profis, Konzentration ist alles. Das Team ist zuversichtlich. Ja, zuversichtlich. Ist ein Sieg gegen Bayern und für Leverkusen realistisch? Wir werden alles geben, so wie immer. Wir müssen gewinnen, wir dürfen diese Fehler nicht mehr machen. Wir werden alles geben. Natürlich werden wir alles geben. Wir werden alles geben, um in unserer ersten Saison in die UEFA Champions League zu kommen. Aber, Freunde, hier, ihr seht das Team der Leverkusener. Und ich würde sagen, wir stellen auch in unserem letzten Spiel um. Wir stellen auf Fünferkette um. Ja? Wir stellen auf Fünferkette um. Und spielen im 5-4-1. Wir spielen im 5-4-1. Somit kommt Kurda noch in die Verteidigung. Unsere Außenverteidiger natürlich, ja gut, können eigentlich mit nach vorne gehen. Aber wir werden jetzt alles darauf setzen, dass unsere Mannschaft hier immer einen Punkt gegen Leverkusen holt. So, wir werden alles darauf setzen, dass wir einen Punkt gegen Leverkusen mitnehmen. Und somit gehen wir rein in die letzte Partie der Saison. Und ich bin absolut zufrieden mit der Saison. Egal, ob wir jetzt noch von den internationalen Plätzen abrutschen oder ob wir die Champions League tatsächlich schaffen. Und es ist Anstoß. Es ist alles angerichtet für das entscheidende Spiel. Für ein interessantes Spiel vor allen Dingen. Hier in Leverkusen. In der Bayer Arena. Und ja, für Leverkusen ist die Ausgangslage klar. Verlieren sie, wird es das nichts mehr mit der UEFA Champions League. Und wir kommen jetzt erstmal über Dörrenweil. Dörrenweil, ja, läuft sich fest, aber nicht schlimm. Quinones, Münz. Palacios. Gruda. Palacios, Boniface, Palacios. Teller. Quinones. Ja, gut aufgepasst. Costons. Okay, nach meiner Meinung nach kann man auch mal faul pfeifen, aber egal. Weiter geht's. Münz. Querta. David. Also bisher eine relativ gute Abwehrarbeit von unseren Jungs. Engels. Dorgu. Ah, keine Übereinstimmung. Leverkusen hat wieder den Ball. Und Engels fängt den Ball ab. Kurda. Dorgu. Dörrenweil. Auf Costons. Der kommt aber nicht zum Schuss. Und der erste Abschluss aber Kadetz. Ne, Kova ist im Tor. Hat den Ball. Erster Abschluss der Partie für uns. Dorgu muss da dran gegen Teller, weil Dorgu hat klar Tempovorteile. Boah. Und im Gegenzug auch die erste Chance jetzt für Leverkusen, aber Böwing hält. Stark gemacht. Und Dörrenweil. Dörrenweil, der hat Tempo, der ist schnell. Flanke kommt erstmal nicht an. Kova mit dem langen Ball. Ah, Glück für Leverkusen, dass sie dann den zweiten Ball bekommen. Teller.
ist ein bisschen schneller als Dorgu. Und da kommt der nächste Schuss von Leverkusen, aber geblockt. Palacios führt die kurze Ecke auf Oyarzabal aus. Palacios, Ball in die Mitte. Und die Chance, aber Böving hält wieder. Nächste Ecke. Wieder kurz ausgeführt. Und Engels bleibt da dran. Schuss kommt von Leverkusen, aber geht übers Tor. Also bis hierhin natürlich eine dreckige Partie auf Seiten von uns, ist klar. Aber was sein muss, muss sein, Leute. Was sein muss, muss sein. Dorgu. Kurda. Götze. Kurda. Hermann. Costons. Hermann. Kurda. Dorgu. Hermann. Also bisher, wir finden keine Lücke. Sonst würde ich ja gern nach vorne spielen. Aber selbst Leverkusen steht tief hinten drin. Das sieht man ganz gut. Jetzt vielleicht mal die Chance. Dörrenweil. Dorgu. Oh, Ball verloren. Hermann. Götze. Hermann. Dörrenweil. Auf Costons. Costons. Ja, ne, kein Foul. Aber das wäre an sich eine richtig, richtig gute Torchance gewesen. Und jetzt sind die Leverkusener wieder am Ball. Quinones. Münz. Teller. Teller. David verliert den Ball. Und somit geht es in die Halbzeit. 0-0 zur Halbzeit hier in Leverkusen. Und ja, viel ist hier nicht wirklich los. Ich würde sagen, wir wechseln auch direkt. Wir wechseln direkt und zwar bringen wir direkt Bahoya. Aber für wen? Für Bilbia. Wir machen jetzt ein bisschen Tempo vorne rein. Für Konter. Und mal schauen, was die zweite Halbzeit jetzt hergibt. Gibt's hier. Fällt hier noch ein Tor und das ist ein Freistoß. Und Schiedsrichter ermahnt nur den Spieler. Wobei man hätte auch bestimmt eine gelbe Karte ziehen können. Götze. Engels. Bahoya. Auf Costons, der den Ball aber verliert. Jetzt ist Leverkusen wieder am Ball. Oyarzabal. Gruder. Und Gruder verliert den Ball. Hofmeier. Obermeier. Bahoya. Costons. Costons. Costons mit der Riesenchance. Kein Abseits, aber Kova hält hinten den Kasten sauber. Ecke. Ja, gar nicht mal so schlecht. Nachschuss. Boah. Schuss aus der zweiten Reihe von Hofmeier. Aber der geht übers Tor. Kova mit dem kurzen Abschlag. Also die Partie wird hier jetzt ein bisschen hitziger. David, Oyarzabal. Palacios. Und da ist Quinones. Quinones und Quinones macht das 1-0 für Leverkusen. Leverkusen auf Champions League Kurs. Da finden sie einmal die Lücke und ja, da ist das 1-0. Wie reagieren wir?
Ball sollte zu Costons, kommt aber nicht an. Oyarzabal. Oyarzabal, David. Ballverlust, Leverkusen. Dörrenwey. Götze. Hofmeier. Obermeier. Bahoya. Bahoya kommt über links. Bahoya. Bahoya spielt den Ball in die Mitte, aber geblockt. Sonst wäre Costons da gewesen und hätte einschieben können. Was macht Leverkusen jetzt? Sie führen 1-0. Sie haben alles selber in der Hand. Werden sie auf Zeit spielen oder werden sie auf 2-0 gehen? Oyarzabal. Obermeier holt den Ball. Böwing. Götze. Dorgu. Engels. Costons. Kein Abseits. Dörrenwey. Bahoya, Bahoya, Bahoya und da ist das 1-1. Das nicht unverdiente 1-1. Wir belohnen uns für eine richtig gute Partie. Und jetzt wechseln wir auch noch die nächsten Spieler ein. Wir bringen noch Brunner, Bauer, und das war's auch schon. Ne, und Klaas bringen wir auch noch. So. Wir belohnen uns für eine gute Partie und Bahoya, der eingewechselt wurde, macht hier das 1-0. Das 1-1. Alles wieder offen. Wir haben jetzt frische Mittelfeldspieler eingewechselt. Flanke kommt. Erstmal weg. Brunner. Dörrenwey. Die Kontergelegenheit. Bahoya. Bahoya hat Platz. Bahoya. Bahoya. Wird abgelaufen. Schade. Erstmal Ball weg, auch wenn es in die Füße eines Leverkuseners war. Was passiert hier noch in den letzten circa knapp 12 Minuten? Teller. Quinones. Erstmal Ball weg. Und geblockt. Was passiert hier noch in der Partie? Bahoya verliert den Ball. Und Flanke aber erstmal raus. Dörrenwey. Auf Brunner. Brunner. Brunner ist durch. Brunner. Brunner. Und das muss das 2-1 sein. Aber das ist nicht das 2-1. Riesenchance hier, uns in Führung zu bringen für Brunner. Dörrenwey. Wieder Brunner. 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 Oh, wieder knapp. Und die letzten Minuten laufen. Was ein Herzschlagfinale. Und die Nachspielzeit ist angebrochen. Und es gibt nur eine Minute. Und das ist der Schlusspfiff. Wir holen einen Punkt in Leverkusen. Und damit bin ich absolut zufrieden. Auch wenn wir hätten gewinnen können durch die eine oder andere Chance. Aber absolut gutes Ergebnis und wir gehen rein ins Interview nach der Partie und ich glaube, müsste so sein, Augsburg ist abgestiegen, weil die verloren haben gegen Frankfurt.
was passiert? Die Spieler werden daran wachsen. Wir haben eine große Chance verpasst. Wir haben die Qualifikation schon vorher verpasst. Die Spieler werden daran wachsen. Hätten Sie zur Pause mit einem Remis gerechnet? Ja, ich wollte heute mindestens einen Punkt. Ich hatte einen Sieg erwartet. Ich bin besorgt über unsere Spielweise. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Besser oder schlechter? Was heißt das schon? Beide Teams haben gut gespielt. Gut ist nicht gut genug. Beide Teams haben gut gespielt. Danke, dass Sie bei uns waren. Also Freunde, ich bin absolut zufrieden mit dem Punkt. Und wir gucken jetzt auch direkt gleich mal drauf. Ja. Welcher Platz wir geworden sind. Und wir haben für die Saison 74 Millionen Euro Preisgeld bekommen. Ja. Durch die Bundesliga. Dadurch, dass wir welcher Platz geworden sind. Wir gucken jetzt drauf. Wir sind Vierter geworden. Leute, wir gehen in die Champions League. Und das in der ersten Saison. Nach der ersten Saison spielen wir schon Champions League. Das ist krass. Aber wir müssen dran denken, wir haben einer der schlechteren Kader in der Champions League. Ja? Wir sind einer der schlechteren Mannschaften. Und aber wir spielen Champions League. Dank der Tordifferenz schicken wir Frankfurt in die Europa League. Aber Leute, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, wer hat den DFB-Pokal gewonnen? DFB-Pokal war noch nicht, okay. Da gucken wir, wer in die dritte Liga absteigt, wer in die zweite aufsteigt und wer in die erste aufsteigt und wer in die zweite absteigt. Okay, wer in die zweite absteigt, ist klar. Hannover, Augsburg, aber Heidenheim spielt Relegation und gegen wen spielen die halt Relegation? Heidenheim spielt Relegation gegen Schalke. Boah, das wird ein interessantes Spiel. Und Hamburg und Hertha steigen auf. Hamburg, Hertha steigen auf. Wer steigt ab? Saarbrücken, Viktoria Köln und 1860 München. Saarbrücken spielt Relegation. Und Viktoria Köln und 1860 München steigen ab. Und wer steigt auf aus der dritten Liga? Nürnberg und Dresden und Magdeburg spielt Relegation. Magdeburg spielt Relegation. Und wer wäre in die vierte Liga abgestiegen, wenn es eine vierte Liga geben würde? Abgestiegen wären Halle, Waldhof Mannheim, Freiburg 2 und Ulm. Ja, an der Stelle würde ich dann sagen, Leute, ja, die Saison ist vorbei. Die Saison ist vorbei. Wir gehen tatsächlich in die Champions League. Und das nach der ersten Saison. Nach der ersten Saison spielen wir mal direkt Champions League. Das ist echt krass. Und wir gucken jetzt nochmal drauf, wer... Ja, Leipzig ist Meister, Bayern Zweiter, Dortmund Dritter, wir Vierter Champions League. Das ist... Ich kann das noch gar nicht realisieren. Und Dortmund gewinnt den DFB-Pokal klar mit 3:0 gegen den VfL Wolfsburg. Es ist echt... Nationaltrainer bei Spanien. Boah, das ist ein sehr, sehr gutes Angebot. Ich würde sagen, wir nehmen es an. Wir werden Maria Neuborn unterschreibt bei Spanien als Nationaltrainerin und zieht natürlich uns als Co-Trainer mit. Und wir gehen jetzt noch in die nächste Saison rein. Und gucken da mal, wer aufgestiegen ist und wer nicht. Beziehungsweise wer Relegation gewonnen hat und wer nicht. Wir gucken mal. Saison beenden. Also Schalke spielt Relegation. Magdeburg. Und Heidenheim. Das sind die Relegationsspiele. Und wir gehen rein, Leute, in die neue Saison. Wir gehen rein in die neue Saison. Und ich bin mal gespannt, wer auf- und abgestiegen ist per Relegation. So, wer ist in der Bundesliga? Heidenheim hat die Relegation gegen Schalke gewonnen. Heidenheim hat tatsächlich die Relegation gegen Schalke gewonnen. Krass. Das ist krass. Und
Wie sieht es in den anderen Ligen aus? Wie sieht es in der zweiten Liga aus? Magdeburg ist aufgestiegen und Viktoria Köln abgestiegen. Ja. Okay. So, Leute, aber damit würde ich sagen, zögern wir nicht mehr lange rum. Wir sind jetzt in der Saison 25-26. Und ihr könnt schon sehen, unser erstes Bundesligaspiel ist direkt gegen Stuttgart. Wieder ein harter Gegner. Aber bevor das passiert, kümmern wir uns in der nächsten Folge erstmal um Transfers. Ja. Gucken mal, wen wir vielleicht abgeben, gucken, wen wir holen. Und ja, Freunde, an der Stelle würde ich sagen, Leute, falls euch dieser Kanal gefällt, lasst natürlich sehr, sehr gerne ein Like da und ein Abo, wenn ihr neu seid. Und natürlich auch sehr, sehr gerne ein Support, ein Like da lassen, wenn ihr schon abonniert habt, aber noch nicht geliked habt. Und an der Stelle würde ich dann sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.